Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Freitag, den 23.10.2020. Und unser DAX hat sich hier wie von Geisterhand über dem Boden gehalten. Da muss man wirklich so sagen, Hut ab, starke Leistung. Das sieht beachtlich aus und bringt uns natürlich jetzt auch gewisse Signale hier mit rein, die wir hier mal jetzt besprechen und auch werten sollten. Ich kann mir vorstellen, dass der Tag für viele schwierig zu handeln war. Das ist einfach ein Tag, das war zu stürmisch und auch zu schnell teilweise, wie er agiert hat. Ja? Also hat da oft nicht viel Zeit gelassen, sich über bestimmte Sachen bewusst zu werden, in eine Situation einzufinden und so weiter. Schnell auch wieder in eine Richtung gewechselt, kleine Phasen gewechselt auch zwischendrin. Das ist nicht ganz einfach angefangen mit dem Abwärtsgap halt, ne? Sowas ist für viele immer schon eigentlich ein Grund, um aufzuhören mit Trading, weil die meisten dann eben dazu neigen, erstmal ins Klo zu greifen. Viele handeln dann trotzdem. Dort war es dann so, dass man in den Short halt nach unten kaum richtig reingekommen ist. Der hat sich auch ultra schnell dann zu 9 Uhr halt sehr punktuell entladen, wo die einen oder anderen vielleicht sich versucht haben, darauf einzustellen, den ganzen Tag durchzuschorten. Hat der dann relativ schnell schon unten sein Tief gefunden hier am Boden, war da aber nicht ganz genau dran halt. Er hat ein bisschen drüber gedreht. Und er hat es auch dabei schwierig gemacht, A, Leuten, die Short drinne sind, die Entscheidung in den Kopf zu geben, an der Stelle rauszugehen, weil er einfach zu schnell da unten weg ist. Und auf der anderen Seite auch denen, die da vielleicht longen wollten, die Chance nicht gegeben, da großartig reinzusteigen, weil er eben gar nicht dran war und dann auch kurz danach erstmal so rumgeeiert hat. Dann relativ schnell hinten raus, wieder hoch, schön ausgekontert, nochmal nach unten angezogen. Sah dann so aus, wie es wollte hier nochmal runter und dann doch wieder noch hochgezogen. Also nicht unbedingt ein einfacher Tag, das kann man so einfach mal festhalten, ja. Was haben wir jetzt hier stehen? Ich würde mit Ihnen zuerst mal woanders anfangen. Ich würde zuerst mal hier anfangen, weil da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Das ist ganz eindeutig erkennbar und das ist auch, da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumquatschen. Was wir hier sehen, da ziehe ich Ihnen mal den Pfeil zur Seite, sonst erkennen Sie es nicht. Da ist durchaus schon als Hammer wertbar halt. Ne? Also wir haben einen Ausbruch unten aus dem Band versucht, aus dem Tageschartband. Sind an der EMA 200 gewesen. Wir haben eine sehr, 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 sehr lange Lunte unten dran hängen, einen schönen grünen Kerzenkörper, der sich nach oben reckt. Als das Das darf man durchaus als Hammer werten, das wäre vollkommen legitim und unser DAX könnte jetzt hier eine Umkehr andeuten, denn dafür steht eben eine solche Tageskerze. Ne? Der Markt geht an einer bestimmten Situation in eine Abwärtsübertreibung rein, wird aber komplett umgedreht, weil der Markt eben noch nicht bereit ist für diese Abwärtsübertreibung, dreht es komplett um, schließt sogar noch mit Grün. Im Tageschart, sogar unterhalb Stochastik, jetzt mittlerweile schon recht tief, wäre bereit, um nach oben anzufeuern. Deswegen sollte man sich hier aus der Situation heraus, die wir hier haben im Tageschart, auf jeden Fall einen Zettel an den Bildschirm hängen, wo drauf steht: steigende Hochs, wenn ich steigende Hochs und steigende Tiefs in kurzfristigen Zeiteinheiten sehe, sollte ich Long suchen. Denn, das muss man ganz klar so sagen, das ist, was der DAX hier im Tageschart gebaut hat, ist eine Vorlage nach oben. Man muss sie nicht nutzen, aber technisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, dass da jetzt eine grüne Kerze hinterherkommt. Ja, das muss man wirklich ganz klar sagen. Insbesondere wenn er eben über dem Tageshoch weiterarbeitet, wenn er über der 12.600 weiter nach oben arbeitet, über 12.620, sind jetzt hier 12.700 erreichbar, sind 12.800, sind 12.860 erreichbar. Ne, das sind so die Punkte nach oben, wo ich jetzt sagen würde, die kommen jetzt einfach aus dieser Kerze heraus, aus dieser Donnerstagskerze heraus. Und der kann zum Freitag anfangen. Wir haben letzte Woche Freitag gesehen, hat es den Markt auch ordentlich nach oben rausgeboostet. Die Möglichkeit bekommt er jetzt hier nochmal. Klar kann er dann zur nächsten Woche hin nochmal versuchen, ein bisschen abzudrehen, nochmal abkippen. Man kann auch durchaus nächste Woche dann das mit der 200-Tag-Linie nochmal in Angriff nehmen. Aber die Vorlage, die ist jetzt erstmal da. Das heißt, wenn man zum Freitag sieht, der will nicht fallen und der kleckert halt einfach weiter hoch, ist es eher ein Grund, um da ein paar Punkte noch mit Long hochzugehen halt. Ne? Also da sollte man wirklich sagen, aufpassen sollte man, also beim Start sollte man nicht zu kritisch sein. Ein bisschen schwächerer Start zum Freitag wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Dann eben dieses Hochziehen bis zum Tagesende. Das sieht man ja ganz oft zum Freitag. Da sollte man nicht ganz kritisch sein.
Aber ansonsten würde ich schon sagen, alles, was dann über 600 deutlich drüber geht, halt, ne? Der müsste wirklich sich ganz flach, eher mehr unterhalb von 12.600 zum Freitag seitwärts halten und dann am Nachmittag anfangen abzuklappern, damit er das ein bisschen schafft, sich hier runterzuarbeiten. Also, ich würde ja eher denken, also ich sehe das Risiko, ich sehe das Risiko eher oben, auch wenn natürlich im kurzfristigen Bereich hier drei Wellen durch sind, die ein Abflachen erkennbar ist, aber da muss erst was Rotes nach unten kommen. Ja, also den möchte ich eigentlich ehrlich gesagt sogar erstmal wieder unter der 500 sehen, bevor ich hier Gelüste kriege, den dann Richtung 400 und tiefer zu handeln. Ja, also für mich wäre tatsächlich so ein Unterbieten von 12.510, 12.500, das wäre für mich eine Art Short-Trigger, das wäre für mich ein Signal, dass er tiefer will. Ziel hätte ich dann erstmal so im Bereich 4.24, 400. Später dann natürlich, wenn er das zum Freitag schafft, zum Vormittag vielleicht sogar und dann seitwärts macht, wäre dann definitiv auch nochmal eine 3,30, dann aber auch schon eine 2,70, 2,20 zum Abend hin, zum späten Nachmittag möglich. Definitiv, definitiv. Aber dafür muss er unter die 500 wieder. Solange der nicht unter der 500 bleibt, hier bloß vielleicht mal kurz auf 5,50 runter startet oder so 5,30 oder so und dann wieder nach oben zieht, sollte man ihm durchaus Platz nach oben zur Entfaltung geben. Und das kann echt bis an die 700 rangehen. Das kann sogar bis an die 860 hier, bis an die Trendkante rangehen. Auch wenn die jetzt schon bei 840 angekommen ist, ja. Aber ja, man sollte es ernst nehmen einfach halt, ne? Also das Risiko, das ist auf jeden Fall da. Hier in diesen Unterstützungsbereiche, das wäre nochmal ganz interessant. Das könnte auch schön reagieren. Aber ansonsten muss man ganz klar hier wirklich sagen, wenn der weiter hocharbeitet halt, ne, der hat die Chance. Der muss sich erst unter 500 wieder zurückwühlen, um hier unten raus wirklich sich wieder Ziele auf 400 und tiefer aufreißen zu können. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Gut, damit brauchen wir gar nicht lang rumquatschen. Also hier Jurassic sehr hoch auf der anderen Seite. Ne, also vielleicht 14 schwacher Start und dann bis Tagesende hoch. Das wird ein bisschen auf Tagesschart und 2-Stunden-Chart passen. Müssen gucken. Also, wie gesagt, oben ist mir die 600 hier so ein bisschen die Richtmarke. Ne? Alles, was über 600 geht, ist für mich eher Long. Alles, was unter 500 geht, ist für mich dann eher eine Short-Orientierung. Zwischen 600 und 500 im Zweifel wird es für mich bedeuten, erst kurz 100, dann eben hoch und über 600. Ja, also, das ist ein harter Konter gewesen, den hier gefahren hat. Da ist schon ordentlich Tobak reingekommen. Gucken Sie mal, 3,30 und wir sind fast bei 600 raus. Das ist ordentlich. Na? Und wenn Sie das Euwax-Sentiment hier gesehen haben, früh die ersten Minuten, die waren bei minus 50. Habe ich noch nie gesehen, dass der Markt fällt und das Euwax-Sentiment ist. Es wird negativer. Das ist negativer geworden mit dem fallenden Kurs. Das habe ich noch nie gesehen. Noch nie, noch nie, noch nie. Na, also minus 54 bei so einem Abwärtsgap. Also das war absolute Seltenheit, aber man hat auch gesehen, was draus geworden ist halt. Ne? Hat eine grüne Tageskerze reingeballert. Na, also ich glaube, da sind sich einige aktuell einfach zu sicher durch Corona und Lockdown-Androhung, dass es fallen wird. Da sind sich einige zu sicher und zu aggressiv auf dem Short und dann macht er natürlich so ein Schmarrn dann da draus halt, ne? Weil die Leute zu überzeugt davon sind, dass es fallen wird. Und wie ist es, Sie kennen es doch, Sie kennen die Geschichte, wie ist es denn mit den ganzen Lockdowns und was, die kamen alle hier halt, ne? Also hier war noch nichts, hier war noch nichts Großartiges gelockt, hier war noch nichts kaputt, hier war noch nichts runter. Erst, es ging erst, hier wollten auch noch nicht die Leute großartig short, ne? Hier haben sie alle noch davon gesprochen, dass es alle übertrieben ist und nur eine Grippe ist. Da hat noch keiner davon gesprochen. Gab es 100 Infizierte in Deutschland, weiß noch ganz genau, haben immer wieder im Video betont. Und das ging erst hier los. Hier wollten die Leute unbedingt short, weil ja Corona so schlimm ist, weil die Spätfolgen so schlimm sein werden, weil ja jetzt auch ein Lockdown bald kommt. Ne? Der kam dann, glaube ich, im April hatten wir Lockdown gehabt. Und gucken Sie sich, wie der Markt damals reagiert hat. Also das ist kein Garant, dass es fallen muss. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, ne? Wenn alle davon überzeugt sind, dass es fallen wird. Das war hier nicht so. Erinnern Sie sich bitte daran. Viele sagen immer, der Markt ist so gefallen wegen diesem Lockdown damals und weil die Leute das zu kommen sehen haben. Das haben sie nicht. Hier haben alle gelacht.
In der Bewegung haben alle gelacht, weil das nur ein Schnupfen war. Haben alle gesagt, ja. Da ist kaum einer dabei gewesen, der gesagt hat, alle übertrieben und krass die Bewegung und muss ja steigen. Und hier unten hat das angefangen, dass die Leute gesagt haben, boah, wir fallen noch auf 8000, 7000, 5000. Das wird noch mindestens 2 Jahre lang jetzt fallen. Da muss man noch nicht kaufen und so weiter. Weiß ich ganz, ganz, ganz genau. Und erst hier oben ging es dann wieder los, dass die Leute auf Long gedreht haben. Deswegen haben wir ja hier auch gesagt, hey, pass auf, hier wird es wahrscheinlich nicht ganz so leicht oben rausgehen. Die Leute sind alle zu krass auf der Long-Seite aktiv. Das muss noch mal ein bisschen nach unten schütteln. Und jetzt passiert eben, dass die Leute unsicher wären, sehr sicher auf der Short-Seite. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das noch nicht der Schluss sein muss, aber man muss die Kausalität einfach, das ist mir wichtig, dass das verstanden wird, eben wie die Leute denken und wo war ein Lockdown. Und man kann sich nicht hinstellen und sagen, ich denke, der Markt fällt jetzt wieder 1000 Punkte, weil jetzt wieder ein Lockdown kommt, weil beim letzten Lockdown ist der Markt gestiegen. Ich weiß nicht, warum das ist, das ist bei allen im Kopf so drin, aber es war so nicht. Ne? Hier war nur Italien betroffen. Das ging erst hier los in Deutschland. Muss man sich immer wieder erstmal noch bewusst machen. Wir haben das Tief am 13.3. gesehen. Gucken Sie nochmal in die Nachrichten, gucken Sie nochmal in die Fallzahlen, was am 13., 16.3. war. Halt, ne? Also, das ist einfach, das ist mir nur wichtig, dass man sich nicht so auf die Nachrichten fokussiert und versucht, im Chart zu arbeiten, halt, ne? Sonst vermischt man das Falsche, ne? Und dann steht man da und sagt, na, wegen Lockdown wird es jetzt wieder fallen, weil sie beim letzten Mal beim Lockdown und dann handeln sie nach einer Nachricht sogar noch falsch. Also von daher einfach ein bisschen Vorsicht, ne? Das muss man erst so klar sagen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wir. Ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, ne? Dass wir nochmal so einen Bogen kriegen hier, dass wir auch die 200-Tage-Linie nochmal sehen. Das haben wir ja schon, ich glaube, gestern, also auf jeden Fall die Tage jetzt immer mal wieder ein bisschen angedeutet, ne? Dass das hier unten interessant wäre, da auch mal einen Tagesschluss drunter zu setzen, auch vor der Wahl noch einen Tagesschluss drunter zu setzen. Dann kann er sich zur Wahl schön nach oben fühlen. Aber mir ist es immer, immer wichtig, dass sie das Traden, was am Markt kommt. Und es haben ganz viele haben mir geschrieben heute, sie bauen jetzt Short auf. So, und das Erste, was passiert, ist eine grüne Tageskerze. Da muss ich sagen, Achtung! Ja, also wenn der Markt denn unbedingt fallen muss und er macht aber eine grüne Tageskerze, passt was nicht. Da muss man einfach in sich gehen, überlegen, okay, passiert denn das, was ich erwarte? Und dann mit dem Markt handeln. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne, weil das ist mir wichtig zu betonen, weil ich das sehe, dass ganz viele momentan sehr, sehr, sehr überzeugt davon sind, dass wir richtig, richtig tief fallen. Also auch wirklich 10.000 und tiefer und alles ganz weit runter hier halt. Ne? Da sind richtig sehr aggressive Verkäufer dabei gewesen jetzt heute einfach. Und ich glaube, deswegen haben wir auch den Schuss nach oben gekriegt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir deswegen gegebenenfalls vielleicht auch zum Freitag jetzt hier gegebenenfalls sogar noch ein Schübchen nach oben bekommen, um dann vielleicht auch erst hinten rauszufallen. Wir gucken mal. Das darf auch gerne fallen. Ich bin ja der Letzte. Das heißt ja nicht, dass es nicht fallen darf, aber bitte mit dem Markt handeln. Nicht versuchen, auf Basis der Nachrichten sich was zurecht zu reimen, was so vielleicht gar nicht ist oder war halt. Ne? Also da einfach ein bisschen aufpassen. Okay? Gut. Ich glaube, das haben Sie verstanden. Dann wünsche ich schon mal einen erfolgreichen Freitag. Wünsche viel Glück. Erfolg und auch ein schönes Wochenende schon mal und dann hören wir uns am Sonntagabend wieder. Bis dahin, ciao.